Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei Kettle und Köpf. Ja, die Ernte ist fertig. Im Drescher werden wir jetzt erstmal das Leibwerk auf unserem Wagen raufstellen. Den geliehenen Wagen. Und dann werden wir sehen, dass wir das gewaschen bekommen bei uns am Hof. Und dann werden wir das zum Händler zurückbringen und abdämmen wieder, ne, sauber. Mal gucken, wir sind bis drin. Wir können ein bisschen mehr nach links fahren. So, Handbreit, ne? Ungefähr. Das haben wir in den anderen Drescherfilmen ja klar, sag mal voraus, dass die ein Schneidwerk haben mit integrierter, also dass sie im Prinzip einen Wagen haben, der schon dabei ist. Ne? Warum das Glas halt nicht so hat, hat nur was leichteres. Ich weiß es nicht. So mal Kosten werden sicherlich sein. Aber das weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, es gibt zumindest gut Verbindung. Das geht automatisch. Also wenn LS ja theoretisch runterfliegen würden, ne? Wenn man zu schnell fährt. So, ich fahre jetzt zum Hof. Nehmt euch da mit. Jetzt habe ich nicht gedrückt die Taste, ne? Gott, immer das Symbol. Da. Gut. Wieder eins fertig. Also das, die Räder sind schmutzig vom Drescher. Das Schneidwerk ist sauber. Also es ist noch nicht perfekt. Da, oh ja, oder täuscht. Ne, nicht. Farbe ging ab, ne? Jo, Farbe ging ab. Und dafür können wir nichts, das wird leicht. So, auf zum Hof. Wie gesagt, liegt eh fast auf dem Weg. Ja, fast, ja, kann man sagen. Und wir werden ein bisschen die Ansicht ein bisschen angenehmer machen, nach vorne rücken, ne? Aber so lange Arme haben wir doch gar nicht. Und ja, waschen. Wir haben noch keine Tankanzeige. Geschwindigkeit auch nicht. Wie gesagt, und Dreschen wird auch bei der Geschwindigkeit machen, bei der hohen. Das ist ein bisschen unrealistisch, ne? Das packt das erstmal am Schneidwerk nicht und zweitens muss ja auch gedroschen werden, das dauert auch seine Zeit. Und wenn das so schnell ist, dann geht es hinten wieder raus. Und dann hoffen wir mal, dass was kommt, ne? Dass wir dann im nächsten Jahr eine bessere Version haben, wo das auch entsprechend angezeigt wird. Beziehungsweise den passenden Tempomat haben. Denn das hätte ich auch ganz gerne so gehabt, dass man im Prinzip okay, wir machen dann 15 km/h oder mal für 10, wo dann automatisch dann mit GPS dann auch entsprechend der Verarbeitungszeit im Drescher sich einstellt. Ne? Aber wenn es eine hohe Getreidedichte ist und viel Halme gewachsen sind, dann dauert es ein bisschen länger, dann muss man langsamer fahren. Ne? Als wenn wir jetzt hier mal wenig haben durch Dürre oder so, ne? Dass dann ein weniger wächst. Die Katze ist kaum zu sehen, aber die ist da. Das lebt aber auch gefährlich. Aber die ist öfter mal an verschiedenen Orten, ne? Mal ist an dem Ende, mal am Haus und mal am anderen Ende der Straße, wo man gleich hinfahren will. Apropos GPS können wir gleich ausschalten. Beziehungsweise das nicht mehr sehen müssen, ne? Mit weiß und gelbe Striche hier. So, hier ist waschen. So, mal aus an sich. Und der Drescher, das ist jetzt eine Halle irgendwie. Keine Ahnung. Macht jetzt so einen Krach.
Das ist sauber. Wollte ich hinten noch extra geht? Achso, wollte ich ja ausmachen. Dann müsste jetzt anzeigen, normalerweise ans. Macht er nicht. Okay. Dann geht's zum Händler. Und dann denken wir, wenn wir Menü abgeben, denke ich mal, versucht. So, anders geht ja gar nicht. Mal rausfinden, wie es geht, ne? Ich habe auch noch nicht ausgeliehen. Aber ich werde mal so übergeben, wie jetzt ist. Mit angehängten Leitwerk. Das stelle ich nicht extra hin. Das fand ich auch so vom Händler so. Gemein, ne? Ich bestelle das und krieg alles einzeln. Ist ja blöd. Baut da auf dem Wagen drauf gleich, ne? Dann muss ich da auch irgendwo rausgefahren haben, ne? Er wird ja nicht von dem Schleifwerkswagen wieder abladen, das ist ja Blödsinn. Nur um mich zu ärgern. Ich kenne ihn auch nicht persönlich, ne? Von daher. Ich hole nicht raus. Ich gucke, wie viel Zeit. Ich habe letzte Woche bei einigen Folgen bei LS ein bisschen stark überzogen. Das ist schlecht für den Algorithmus, sagt man so. Ne? Oh, noch ein Reh. Aber da haben sie jetzt auch irgendwas vorgebracht, was ich kurz gesehen habe, was vor. Ich weiß auch nicht genau was. Hoffe, dass es besser ist für mich. So, kommt keiner von rechts, von links. Von rechts wäre egal. Ah, lassen wir überraschen, was der Tube alles macht. Ja, Twitch. Ich habe ja mal probiert. Und ich wollte es ja mal machen, zur gleichen Zeit auf Twitch. Und auf YouTube zu streamen vor langer Zeit. Hat nicht so funktioniert, weil das Programm, was ich verwende, möchte gerne eine Monatsgebühr haben für Nutzung, für die Erweiterung. Und ich habe mir gesagt, ja, ist ja, wenn das kommerziell wäre und würde damit Geld verdienen, dann wäre ich dabei und würde sagen, okay, die Kosten kann man von Steuer absetzen oder so, ne? Aber ich sag mal, ne, das ist ja da in dem Falle. Geht ja gar nicht, ne? So, wir sind da. Und das war $15 pro Monat. Und ganz schön heftig. Zumal ich ja auch nicht so oft nutzen kann, ne? Ist ja auch noch. Also der es jetzt professionell macht, also die ganz Großen machen die ja fast jeden Tag. Und die verdienen ja auch damit Geld. Da wird sich rentieren, ne? Aber für mich ist ja dann den Augenblick. Bis da noch eine andere Variante machen könnte, aber das wäre doch ein bisschen zu umständlich. Das soll ja auch funktionieren und klappen und auch gut aussehen, ne? So, gehen wir im Menü rein. Und zwar Fuhrpark. Reinigen, betanken, einsteigen, bergen. Wo kann ich das abgeben? Verlängern nicht. Bergen nicht. Das ist eine gute Frage. Da. Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Die geht ja gar nichts. Ich will verlängern. Jo. Verlängern wäre Quatsch.
Ja, gleich notwendig. Fuhrpark. Die eigenen Fahrzeuge, das ist richtig. Da kann man verkaufen. Will ich aber gar nicht. Will ich immer. Ich probiere das mal. Ganz. Oh, das muss. Das kann sein, dass es so nicht funktioniert. Was ist hier los? Gerade gewaschen. So. Den kann man nur. Reinigen, verlängern. Zustand, klar, logisch. Deswegen war ich so begeistert von Laien, aber gut. Auf geht's, aber nicht. Gut. Müssen wir mal gucken, dass wir es hinkriegen, dass wir das separat machen, ne? Das kann ja sein, dass er dadurch meckert, ne? Achso. Ich muss ja auch mal rausfinden, wie es funktioniert. Das ist halt ein bisschen schwammig. Warum er so jetzt aktuell so aussieht, keine Ahnung. Machen wir so, ne? Dann kriegt er das so, wie wir gekriegt haben, ne? Andere wäre leichter gewesen. Also das liegt jetzt nicht an meinem Rechner oder an der Aufnahme, da liegt jetzt am Spiel. Das ist so schwammig aussieht, also total verschwommen. So. Bremse. Ob es am Waschen liegt, vermute ich mal ganz stark, ne? Ich weiß es aber nicht. Ich fühl's eh auf. Oder ob wir erst dann abgehen können, wenn es abgelaufen ist. So. Wäre auch eine Option, ne? So. Schauen wir mal. Händler, super. Ich kann nur verlängern. Berg geht auch. Und da. Betakten, einsteigen, verlängern. So. Oder ob es automatisch dann abgeht. Das kann auch sein. Ich habe sie vor uns hergebracht. Ich werde den um 18 Uhr mal gucken. Weil hier kann ich nur verlängern, das geht jederzeit. Einsteigen, reinigen, betanken, das geht jetzt nicht. Und alles andere Bergen geht, also Bergen bei Unfall und so, ne? Wenn du irgendwo festgefahren hast und nicht rauskommt, das geht. Wäre jetzt aber nicht notwendig.
Wo wir gefahren sind. 18 Kilometer. Gut, dann lassen wir stehen. Und dann warten wir es ab, ne? Ich bringe jetzt mal zu unserem zweiten Traktor. Und den fahren wir jetzt. Machen nächste Folge. So, die Schauer. Das soll es ja auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagen wir tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht es weiter hier bei Kettle und Kops. Dann verkaufen wir unser Rest Weizen, 1818 Liter. Ob da Beschwerden kommt wegen der Feuchtigkeit, das weiß ich gar nicht. Aktuell. Und dann werden wir gleich mal sehen, den Rest verkaufen, wenn keine Beschwerden kommen. Ne? Ansonsten werden wir ihn stehen lassen, mal für 14 Tage. Also überbrücken, schlafen in dem Falle. Ja, tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.